Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 9, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages zum grenzüberschreitenden Abbau von Salzen im Werra-Kali-Revier mit der Drucksache 20-3990 zusammen mit Tagesordnungspunkt 74, dem Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, langfristige Sicherung der Kali-Produktion im hessisch-thüringischen Revier bei gleichzeitiger Einhaltung hoher Umweltstandards durch Kali und Salz mit der Drucksache 20-4007. Zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 92, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, K&S, Wirtschaftsstandort sichern, Düngerproduktion erhalten, aktiven Umweltschutz betreiben, mit der Drucksache 204050. Und zur Einbringung hat jetzt Staatsministerin Hinz das Wort. Alles gut. Ich bin ja vorbeigekommen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben innerhalb der Flussgebietsgemeinschaft Weser durch Beschlussfassungen erreicht, dass die Versenkung von Produktionsabwässern der Firma K+S in den Untergrund ab dem Ende nächsten Jahres nicht mehr stattfinden darf und auch keine Oberweser-Pipeline in Nordhessen gebaut wird. Gleichwohl ist es aber notwendig, dass neben der KKF-Anlage, die das Unternehmen erbaut hat, und die Haldenabdeckung, die stattfinden wird, weitere Maßnahmen vom Unternehmen durchgeführt werden, um die festgelegten Zielwerte in der Werra und der Weser zu erreichen. Denn wir wollen ja alle, dass die Oberflächengewässer besser werden, dass wir eine gute Gewässerqualität erreichen werden. K+S will nun seine Produktionsabwässer künftig im Bergwerksfeld Springen in Thüringen einlagern, denn dort soll die Salzlösung zur Stabilisierung der Bergwerkstruktur dienen. Dieses Vorhaben hat die FGG Weser ausdrücklich begrüßt, als eine der wichtigen Maßnahmen festgelegt im letzten Beschluss. Zum Transport aus den hessischen Kalifabriken plant K+S eine unterirdische Leitung durch die Bergwerke von Hessen nach Thüringen. Damit das aber geschehen darf, muss der Staatsvertrag zwischen Hessen und Thüringen aus dem Jahr 1996 geändert werden. Das ist nämlich die Voraussetzung für eine Durchbohrung des Pfeilers zwischen den Bergwerken in Hessen und Thüringen. Dieser Sicherheitspfeiler, den es da gibt, der diente ursprünglich der Abtrennung der Bergwerke voneinander, und er war besonders dick, nämlich 200 Meter dicker als üblich, weil nach der Wende in der thüringischen Grube Merker-Springen Gefahren aus dem DDR-Bergbau erkannt wurden. Dort war im März 1989 ein kleiner Teil der damals noch betriebenen Grube eingestürzt und hatte Schäden an Gebäuden angerichtet. Seitdem wurden in Thüringen die dort gefundenen nicht standsicheren Bereiche durch Verfüllungen mit Salz gesichert. Und deshalb wurde auch schon 2002 eine Förderverbindung zwischen den Bergwerken genehmigt, damals das sogenannte Rollloch. Die Ratifikation des Staatsvertrages zwischen Hessen und Thüringen, den die Ministerpräsidenten von Hessen und Thüringen bereits im Entwurf gezeichnet haben, soll jetzt durch das Zustimmungsgesetz ratifiziert werden. Ich sage aber klar und deutlich, dieser Staatsvertrag ersetzt keine Genehmigung. Das Verfahren für eine Genehmigung, damit tatsächlich die Durchörterung stattfinden kann, wird unabhängig davon geführt. Im Genehmigungsverfahren wird geprüft, ob und dass die Sicherheit der Grubenbaue und der Tagesoberfläche gewährleistet bleibt. Das heißt, dass nichts einstürzen kann und alles dauerhaft standfest bleibt, zum Wohle der Bevölkerung
und natürlich auch zum Wohle der Beschäftigten dort in den Bergwerken. Die Bohrlöcher müssen auch langzeitsicher wieder verschlossen werden können. Die Langzeitsicherheit der Untertagedeponie Herfer-Neurode muss im Genehmigungsverfahren sichergestellt werden. Das ist dringend notwendig, denn dort ist Sondermüll eingelagert, auch aus anderen Staaten. Das ist die einzige große Sondermülldeponie, die wir haben. Und da lagern gefährliche Stoffe. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass hier die Untertagedeponie Herfer-Neurode gesichert bleibt, auch bei einer Durchörterung. Meine Damen und Herren, die Änderung des Staatsvertrages ist aber, und das ist schon auch wichtig, eine Voraussetzung für die Einstapelung der Produktionsabwässer. Und es ist wichtig für die weitere Verbesserung der Gewässerökologie, natürlich aber auch für die Sicherung der Arbeitsplätze in der Region, für die Wertschöpfung in der Region. Und es ist für das Unternehmen ebenfalls ein verlässlicher Investitionsrahmen, und ein Unternehmen braucht einen langfristigen Investitionsrahmen, um Geld zu investieren, um auch dort zu bleiben. Und hier wollen wir mit diesem Staatsvertrag, mit diesem geänderten Staatsvertrag, mit der Möglichkeit der Einstapelung unter Tage in Thüringen in gemeinschaftlicher Weise mit Thüringen für den Rahmen sorgen, dass die Gewässerökologie verbessert wird. Herzlichen Dank fürs Zuhören, und ich hoffe auf Zustimmung. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Hinz. Als Nächstes hat die Abgeordnete Arnold von der CDU-Fraktion das Wort zur Aufklärung. Ich gehe nach den Anträgen, weil der Herr Felzhausen gerade verwirrt war. Und danach kommt die AfD und dann Sie. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Kaum ein Produkt aus Hessen ist so vielfältig und hat weit über Hessen hinaus eine so große Bedeutung wie unser Kali. Als Dünger für die Lebensmittelproduktion wird es in über 70 Länder exportiert. In der Industrie wird es benötigt für die Produktion von Glas, von Aluminium, von Baustoffen sowie für viele weitere chemische Prozesse. Hochreine Kalium- und Magnesiumsalze sind zudem lebenswichtige Rohstoffe für die pharmazeutische Industrie und als Teil von Infusionslösungen bereits im Rahmen der medizinischen Versorgung in die Blutbahnen unzähliger verletzter und erkrankter Menschen geflossen. Es geht hier aber weniger um die Notwendigkeit dieses wertvollen Rohstoffs, sondern mehr um die Gewinnung und die Lagerstätten bei uns in Osthessen. Doch auch hier geht es um große Maßstäbe. Ein unterirdisches Netzwerk von Schächten, so groß wie München, verbirgt sich unter unseren Feldern, Wäldern und Dörfern. Und als größter Arbeitgeber der Region sichert K+S die Existenz von fast 4.500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und ihrer Familien. Mehrere Gemeinden rund um den Monte Cali sind quasi finanziell nahezu vollständig vom Wohlergehen dieses einen Gewerbesteuerzahlers abhängig. Und auch im Werratal gilt es, Ökonomie und Ökologie auszubalancieren. Umso mehr ist es die Aufgabe der Politik, auf allen Ebenen der Region, den Kommunen, dem Unternehmen und vor allem den Menschen eine Perspektive aufzuzeigen und mit einem Strukturwandel den Weg zu bereiten, über eine umweltfreundliche Produktion hin zu einer Post-Bergbau-Ära. Und viele Schritte hierzu haben wir bereits getan. Die Einrichtung des Werra-Ulster-Weser-Fonds, zahlreiche Umweltauflagen an das Unternehmen, welches seine Produktion und auch die Produktionsverfahren diesbezüglich optimiert hat, oder die länderübergreifende Kooperation mit der Flussgebietsgemeinschaft Werra. So konnte die Verpressung fast komplett eingestellt werden, und die Einleitung von Salzwässern in die Werra wurde bereits deutlich reduziert. Aktuelle Erfolge bei der Reduktion der Abwassereinleitung sind gut, aber wir sind noch nicht am Ziel. Denn unser Ziel ist eine langfristige Sicherung von Kaliproduktion und Arbeitsplätzen bis zur Erschöpfung der Lagerstätte im Jahr 2060, bei gleichzeitiger
Verbesserung der Gewässerökologie und Einhaltung der Zielwerte. Die FGG Weser hat hierbei festgelegt, dass bis Ende 2021 die Versenkung von Salzabwässern in den Untergrund eingestellt wird und bis 2028 keine Einleitung mehr in die Werra erfolgen darf. Zudem erwarten wir auch von K+S weiterhin alle erforderlichen Anstrengungen zu unternehmen, um die Umweltbelastungen im Sinne des europäischen Wasserrechts zu reduzieren. Dazu gehört auch die Minderung der Auswirkungen des Kalibergbachs auf den Wasserstand des Edersees. K+S hat hier bereits viel getan, viel geforscht und investiert. Und wir betrachten es im Gegenzug aber auch als Aufgabe der Politik, verlässliche Rahmenbedingungen für die langfristige Investitionsplanung des Unternehmens zu schaffen. Und es ist vor diesem Hintergrund zu begrüßen, dass sich Hessen und der Freistaat Thüringen zum Erhalt des Kalibergbaus und zur Verpflichtung des Bergbaubetriebs zur Umsetzung umfangreicher Maßnahmen zum Gewässer- und Naturschutz bekannt haben. Durch den Staatsvertrag geben wir, Ministerin Hinz hat es schon gesagt, dem Unternehmen die Möglichkeit, Produktionsabwässer unter Tage zu den erschöpften Feldern in Springen zu transportieren und dort einzustapeln. Das ist nicht nur gut für Hessen, weil damit die Produktion gesichert und die Entsorgung der Abwässer gewährleistet werden kann. Es ist auch gut für Thüringen und für Springen, weil dort mit den hochkonzentrierten Laugen die Standsicherheit der Grube verbessert wird. Für diesen doppelten Nutzen ist es nötig, eine zweite Rohrleitung in die Marktscheide zu treiben. Selbstverständlich wird dabei gutachterlich geprüft werden, dass die Standsicherheit des Grubengebäudes dadurch nicht beeinträchtigt wird. Und aus den ersten Vorgesprächen und auch aus den Reden, die noch kommen, denke ich, habe ich mitgenommen, dass dieses Vorgehen ganz übergreifend für richtig gehalten wird. Und ich freue mich daher auf die harmonischen Beratungen im Ausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Arnold. Als nächstes hat der Abgeordnete Gagel für die AfD-Fraktion das Wort. Ja, Frau Präsidentin, werte Kollegen und Kolleginnen, ja, ich muss sagen, natürlich können auch wir nicht viel Kritik üben an der bestehenden Vorlage des Staatsvertrages zur Lösung eines länderübergreifenden Problems. Denn der Staatsvertrag eröffnet eine technische Möglichkeit für das Unternehmen K+S, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Und wir wissen von der hessischen Seite her das Problem, wohin mit den Salzabwässern. Und wir haben das Problem in Thüringen mit der Grube Springen, mit dem Ewigkeitsproblem der Salzwasserzuflüsse, der niedrig konzentrierten, die seit 50 Jahren schon Kosten verursachen, um die Grube Springen zu sichern. Wir haben dort Kosten von etwa 1 Million pro Jahr durch Abpumpen, denn zu DDR-Zeiten hat man sich nicht allzu sehr um die Sicherung gekümmert. Man hat dort einfach Salz und Kali abgebaut, kostet es, was es wolle. Das war der real existierende Umweltschutz im Sozialismus. Aber das ist ja hier nicht das Thema. K+S steht in der Tat vor der Problematik, ab Ende 2021 keine Versenkgenehmigung mehr zu haben. Und daraufhin hat das Unternehmen, im Mai war es, glaube ich, diesen Jahres, den Vorschlag gemacht, mittels der Öffnung der Marktscheide, also der Durchbohrung mit einer Pipeline, Salzabwässer hochkonzentriert nach Thüringen zu führen. Und dieses Verfahren löst tatsächlich zwei Probleme auf einen Schlag, nämlich K+S kann in der Grube Springen, die eine sehr hohe Kapazität hat von etwa 40 Millionen Kubikmetern, wahrscheinlich auf sehr lange Zeit die Salzabwässer entsorgen. Und auf der anderen Seite, wenn technisch alles klappt, kann in Thüringen ein Problem gelöst werden, was schon seit über 50 Jahren besteht. Die Thüringer Landesregierung streitet sich auch mit Kali und Salz weiterhin um Kosten herum, weil die Töpfe, die der Bund eigentlich für die Finanzierung dieser Ewigkeitskosten zur Sicherung der Grube Springen zur Verfügung gestellt hatte, erschöpft sind und diese jetzt aufs Land Thüringen übergegangen sind.
und natürlich das Land Thüringen nicht bis in die Ewigkeit das Problem haben will mit diesen Altlasten. Und auch das versucht natürlich auf das Unternehmen abzuwälzen. Also insofern ist ja auch eine Problematik in Thüringen, die mit dieser länderübergreifenden, mit diesem länderübergreifenden Staatsvertrag gelöst wird. Was aber auf jeden Fall bedeutungsvoll ist, ist, dass mit dieser Problemlösung Arbeitsplätze gesichert werden. 5.000 in Hessen, 70% aller Arbeitsplätze des international agierenden Unternehmen K+S sind in Deutschland. Insgesamt sind es 14.800 Mitarbeiter. Kali und Salz ist ein sehr bedeutendes, global agierendes Unternehmen. Kalisalze werden zur Lebensmittelproduktion hergestellt und natürlich tragen sie einen wesentlichen Teil zur Ernährung der Weltbevölkerung mit bei. Man muss auch konstatieren, dass Kali und Salz 500 Millionen Euro seit dem Jahre 2011 in Umweltschutz investiert hat. Die KKF-Anlage mit 180 Millionen alleine als großen Anteil. Und ich persönlich bin relativ zuversichtlich, dass mit der Möglichkeit, die hier eingeräumt wird, diese Abwässer in Thüringen eben zu entsorgen, die Möglichkeit, natürlich, wie Frau Ministerin Hinz richtigerweise gesagt hat, die Genehmigung dafür müssen die Fachbehörden dann eben erteilen, ob es also auch technisch machbar ist. Gutachten dazu gibt es ja schon. Ich bin zuversichtlich, dass K+S das schaffen wird, wenngleich sicherlich technische Fragen noch offen sind bezüglich der Markscheide, der Standsicherheit dauerhaft. Aber das ist sicherlich dann eine Frage technischer Natur. Ich würde mir natürlich wünschen, wir haben ja morgen Abend die Sitzung im ULA, dass da vielleicht noch ein paar weitere technische Informationen gegeben werden, sodass wir Abgeordnete das auch ein bisschen besser verstehen können. Ich habe auch gesehen, dass da irgendwas mit einer Anhörung war. Der BUND hat da irgendwie noch ein Schreiben geschickt dazu, dass da also Stellung genommen hat. Also da würde ich noch gerne ein paar mehr Informationen haben und wir werden uns ja morgen Abend im Ausschuss dazu beraten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Gagel. Als nächstes hat jetzt der Abgeordnete Felstehausen für die Fraktion Die Linke das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Gäste, ja, in der Tat, es hört sich gut an, was hier vorgelegt worden ist. Man könne viele Probleme auf einen Schlag lösen, aber ich möchte an der Stelle, das Wortspiel sei mir erlaubt, da etwas Salz in die Suppe kippen. Als Linke fordern wir seit 2010, dass die salzhaltigen Abfälle aus der Kaliindustrie nicht mehr in das Grundwasser verpresst werden, in die Werra eingeleitet werden oder auf Halden gekippt werden. Und die umweltschonendste Entsorgung ist dieser Abfälle nach einer stofflichen Rückgewinnung der wertvollen Salze wieder in die Hohlräume unter Tage zu bringen. Nur durch diesen festen Versatz, wie es bergmännisch heißt, können die Grubengebäude tatsächlich optimal gesichert werden. Der Versuch, eine dauerhafte Entsorgung für Abfälle zu etablieren, ist 2010 am runden Tisch Werra-Versalzung gescheitert, und dies auch mit tatkräftiger Unterstützung der damaligen hessischen Landesregierung. Jetzt beantragt K+S selbst eine Lagerung von Abfällen unter Tage, und jetzt soll es auf einmal ganz schnell gehen. Der zentrale Unterschied: K+S möchte in der Grube springen, keine festen Abfälle, sondern eine konzentrierte Salzlauge einstapeln, welche sich vermutlich über Jahrhunderte nicht verfestigen wird. Und deshalb melden wir aus drei Gründen Bedenken an, und ich hoffe, dass wir das auch im Ausschuss dann noch einmal thematisieren. Und da gibt es mit Sicherheit im Rahmen der Anhörung das ein oder andere, was tatsächlich ernsthaft geprüft werden soll. Erstens. Es ist bis dato ungeklärt, ob die Einstapelung der vorgesehenen Magnesiumchloridlösung den Süßwasserzustrom in der Grube Springen wirklich stoppen kann. Sie wissen, das Land Thüringen musste über Jahrzehnte schon mehrere Millionen Euro einsetzen, um das eindringende Süßwasser abzupumpen, weil es die Standsicherheit der Grube gefährdet. Ein fester Versatz, und das, meine Damen und Herren, ist sicher, ein fester Versatz würde den Zufluss stoppen und die Standsicherheit der Grube tatsächlich erhöhen. Auch
Wenn der Süßwasserzufluss gestoppt würde, bleibt das Problem, dass die eingestapelte Lauge immer noch ungesättigtes Wasser enthält. Und solange Wasser im Spiel ist, können Umlösungsprozesse die tragenden Pfeiler schwächen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass dieses eben so weit geht, dass es zu einem Bergsturz kommt. Und dieser Erkenntnis, meine Damen und Herren, ist bis heute nicht widersprochen worden. Ein Bergsturz mit verheerenden Folgen, gleich ob er nach Jahrzehnten oder nach Jahrhunderten eintritt, kann eben nicht ausgeschlossen werden. Aber nach dem Berggesetz muss dies zweifelsfrei nachgewiesen und belegt werden. Kali und Salz selbst legt 2018 dar, und da zitiere ich mal, für den gesamten Prozess der Einstapelung von mineralisierten Lösungen in Kalibergwerke sowie für die daraus resultierenden langfristigen Auswirkungen liegen bisher keine ausreichenden Erfahrungen vor. 2018 Kali und Salz. Und zwei Jahre später soll genau dieses Verfahren für die Änderung des Staatsvertrages notwendig sein und angewandt werden. Warum die Landesregierung ohne ausreichende Erfahrung jetzt sicher sein soll, müssen Kali und Salz und die Landesregierung uns im Ausschuss zweifelsfrei darlegen. Jetzt könnten ignorante Gemüter wie bei der Schwermetallbelastung durch die K&S-Rückstände in Hattendorf ja sagen, dass es ja das Problem der Thüringer sei. Thüringen müsse sicherstellen, dass die Grube für immer hält. Das lässt mich zu meinem dritten Punkt kommen. 1993 argumentierte K+S für die Erhaltung des Grubenverbundes des Werra-Werkes, und da zitiere ich wieder einmal, die Grubenbaue der Kaliwerke Springen, Merkers und Unterbreitsbach stehen unter Tage mehrfach in einem Verbund. Dieser Grubenverbund stellt hydrologisch eine Einheit dar und muss bei der Planung zukünftiger Bergwerkaktivitäten als ungeteiltes Ganzes berücksichtigt werden. Das heißt, eine Abschätzung der gesamten geologischen Risiken kann nicht für Teilfelder alleine vorgenommen werden. So sagt es K+S. Um das ungeteilte Ganze nicht noch größer zu machen, wurde die Beschädigung dieses 200 Meter starken Sicherheitspfeilers der Markscheide zwischen Thüringen und Hessen durch den Staatsvertrag untersagt. Zu dem Plan von K+S, kurz nach der Wende eine solche Verbindung zwischen dem Bergwerk unter Breitsbach und Hessen herzustellen, wird in dem zentralen Gutachten für die Treuhand ausgeführt. Und ich zitiere jetzt aus der Zusammenfassung für den Treuhandausschuss. Herr Felstehausen, aber bitte sehr kurz. Jawohl. Von der Rollachverbindung zum Kernstück des Werra-Konzeptes geht eine latente Gefährdung der Untertagedeponie in Herfer-Neurode aus. Und das, meine Damen und Herren, ist das zentrale Problem. Frau Ministerin hat darauf hingewiesen, dort lagert Europas gesammelter Giftmüll. Und wir müssen verhindern, dass diese Giftmülldeponie irgendwann, und sei es in 100 oder 200 Jahren, tatsächlich durch einen Bergschlag und dann austretende Wässer in Mitleidenschaft gezogen werden. Und dort, meine Damen und Herren, ist die Landesregierung uns den Beweis bisher schuldig geblieben. Vielen Dank. Danke, Herr Felstehausen. Als Nächstes hat sich Frau Knell für die FDP zu Wort gemeldet. Meine Damen und Herren, Frau Knell hat jetzt das Wort. Wunderbar. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Der Abbau von Kali und Steinsalz hat eine lange Tradition in Hessen und Thüringen. Die Produktion leistet einen entscheidenden Beitrag zur weltweiten Düngemittelproduktion. Und die Kalium- und Magnesiumdünger sind nötig, damit Landwirte ihre Kulturen bedarfsgerecht mit Nährstoffen versorgen und möglichst ertragreiche Ernten einfahren können. Das gilt übrigens natürlich auch für den Ökolandbau. Und die Düngemittel von K+S kommen nicht nur bei uns zum Einsatz, sondern weltweit. Die Kollegin Arnold hat ja auch schon viele Punkte genannt. Sie helfen bei der Sicherung der Welternährung und sind damit systemrelevant, wenn wir es mit einem 2020er-Wort sagen wollen. Die Salze sind zudem wichtig, um die Nährstoffversorgung unserer Nutz- und auch der Wildtiere zu verbessern. Wer Tiere hält oder als Jäger
Wildtiere hegt, kennt z.B. die Lecksteine. Aber auch Katzen- und Hundefutter werden mit Kalium angereichert und sorgen dafür, dass unsere Haustiere optimal versorgt sind. Aber es geht eben nicht nur um Dünge- und Futtermittel. Hochreine Salzlösungen werden von der Medizin- und Pharmaindustrie gebraucht. Die Salze sind zum Beispiel Bestandteil von Infusions- und Elektrolytlösungen. Und wir Menschen bestehen ja schließlich auch zum großen Teil aus Salzwasser. Und auch die Salzversorgung der Gemeinden für Streusalz oder der Verbraucher mit Tafelsalz hängt ebenfalls von der Produktion am hessisch-thüringischen Standort ab. Und wenn das Salz in der Suppe fehlt, lieber Herr Felstehausen, dann ist das schlecht. Ihre Bedenken sind übrigens widerlegt. Und ich frage mich schon, was Sie denn von den Fachleuten der Linken in Thüringen halten, die ja nun einmal den Staatsvertrag dort beschlossen haben. Ich weiß nicht, ob die Ihrer Meinung nach alle zu blöd sind, um das zu verstehen, aber vielleicht können Sie das ja noch einmal erklären. Ich habe das jetzt alles nicht aufgezählt, damit die Zeit vergeht, sondern um die große Bedeutung von K&S zu verdeutlichen. Und ich möchte auch nicht nur von der Bedeutung der Produkte sprechen, sondern eben auch von der Bedeutung für Hessen, für viele Menschen aus Nord- und Osthessen. Denn es sind insgesamt 16.000 Menschen und ihre Familien, die direkt oder eben auch indirekt vom Werk Werra der K&S leben. Nicht zu vergessen, wie viele junge Menschen eine hochqualifizierte Ausbildung in den unterschiedlichsten Berufen von der Chemikantin bis zum Bergbautechnologen erhalten. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Der Salzabbau hat für die Region eine immense wirtschaftliche Bedeutung, aber er hat auch eine gesellschaftliche Bedeutung. Und am Ende geht es schlichtweg auch um die Frage, ob wir in Hessen weiter Rohstoffe gewinnen können und wie wir als Politik in der Lage sind, der Rohstoffindustrie eine Zukunft zu bieten. Als Freie Demokraten wollen wir das. Und es geht auch um die Frage, ob wir in Osthessen noch Wirtschaft haben oder nicht. Und auch das wollen wir. Wir sind auf die Gewinnung natürlicher Rohstoffe angewiesen. Und Ziel dabei ist es natürlich auch, Mensch, Natur und Umwelt weitestgehend zu schonen. Ich denke aber, dass wir als Hessischer Landtag gemeinsam ein großes Interesse daran haben, dass die Produktion möglichst auch bis zur Erschöpfung der Lagerstätte weiterläuft. Und wenn man sich anschaut, wie sich die Salzabwassermengen in den letzten 20 Jahren entwickelt haben, dann muss man auch sagen, dass da schon wirklich Beachtliches geleistet wurde. Die Investitionen, die das Unternehmen im Bereich des Gewässerschutzes stemmt, sind enorm. Allein im Zeitraum 2006 bis 2015 sind da 500 Millionen Euro angefallen. Das sind 50 Millionen Euro pro Jahr. Das ist wirklich eine wahnsinnige Leistung. Und wenn wir also über Gewässerschutz reden, ziehen wir mit K&S an einem Strang. Und es sind da ja auch weiterhin große Investitionen geplant. Das Unternehmen ist bereit, den Umweltschutz Schritt für Schritt auszubauen. Da werden auch in der Zukunft teure Investitionen anfallen. Und deswegen wäre es sachfremd, jetzt die Produktion zu drosseln. Man muss auch sehen, dass K&S auf einem Weltmarkt tätig ist. Die weltweiten Mitbewerber unterliegen aber eben nicht alle den gleichen Sicherheits- und Umweltauflagen, die wir hier in Deutschland haben und auch zu Recht haben wollen. Und es ist gerade mal heute auf den Tag 4 Wochen her, da war ich mit René Rock zusammen in der Schachtanlage Hera in Philippsthal. Das war ein Termin, der wirklich sehr beeindruckend war, gute Gespräche. Das hat mich nachhaltig beeindruckt, auch gerade die Grubenfahrt, weil hier wirklich unter ganz besonderen Umständen ganz großartige Arbeit geleistet wird, die aber auch viel von den Menschen dort erfordert. Und was ich mitgenommen habe, ist, dass Planungs- und Rechtssicherheit eben ganz entscheidend ist. Frau Hinz hat das ja eben schon angesprochen. Und K&S braucht Rechtssicherheit. Es wurde nach Lösungen gesucht und jetzt liegt eine zukunftsfähige Lösung auf dem Tisch. Die Abwässer sollen in das stillgelegte Bergwerk Springen in Thüringen eingeleitet werden. Und ich muss sagen, als Fraktion der Freien Demokraten im Hessischen Landtag stehen wir auch schon immer an der Seite der Kaliproduktion in Hessen. Übrigens auch schon 2014 an der Seite von K&S. Schnell, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, einen Satz noch, Herr Präsident. Zum Beispiel im Jahr 2012, als die Grünen die Einleitung von Lauge in die Werra am liebsten sofort beendet hätten. Wenn Sie also damals schon das Sagen gehabt hätten, weiß ich nicht, ob es noch eine Kaliproduktion in Hessen geben würde. Also wir haben unsere Meinung jedenfalls dazu nicht geändert in den letzten Jahren. Die Kaliindustrie gehört zu Hessen und zu Thüringen. Deswegen werden wir dem Staatsvertrag und auch dem Begleitantrag zustimmen. Vielen Dank. Danke sehr, Frau Knell.
Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Warnecke zu Wort gemeldet. Trotzdem, sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch einmal lassen Sie mich zum Ende meiner Rede noch ein paar Dinge erwähnen, die, glaube ich, im Zusammenhang wichtig sind. Erstens, Kali und Salz, ja, sonst, ich könnte ja eine halbe Stunde dazu reden, auch zu manchem, was hier schon gesagt wurde, was so nicht ganz den Diskussionen entspricht, die wir früher zu dem Thema gehabt haben. Und lassen Sie mich auf einen Punkt hinweisen, der nicht ganz unwichtig ist. Wir entscheiden mit der Frage dieses Rollloches über die Perspektive von Kali und Salz für die nächsten 50 Jahre. Das mag dem einen oder anderen wunderlich sein, aber es ist schlicht und einfach so, weil Kali und Salz auch an dieser Frage schon seit Jahren arbeitet. Und es gab im vergangenen Jahr eine 100-Jahr-Feier des Kali-Forschungsinstituts. Damals sind schon die ersten Ergebnisse der Prüfung, was denn mit einer entsprechenden Lauge an den Ständern in oder von mir aus auch an den Pfeilern in Thüringen passiert, vorgelegt worden. Das ist also nicht etwas, was Sie, Herr Felstehausen, so sagen, was Sie da mal eben jetzt beantragen, sondern die haben sich schon mit der Sache sehr intensiv auseinandergesetzt, wie hoffe ich auch die beiden Landesregierungen. Und wenn die beiden Landesregierungen das getan haben, dann hat sicherlich dieser Landtag ein paar Dinge auch zu beachten. Eines ist, wie sieht die Zukunft der Untertagedeponie aus? Das ist der wesentliche Punkt. Dort darf kein Wasser hingelangen. Und auch die Luftfeuchtigkeit dieses entsprechenden großen Deponiegebäudes muss so bleiben, wie es ist, nämlich möglichst trocken. Darüber ist, glaube ich, kein Dissens da. Und das hat Kali und Salz sicherzustellen. Und dazu sind die entsprechenden Genehmigungsverfahren auch im wahrsten Sinne des Wortes in den nächsten Monaten zu erteilen. Nur ohne einen Staatsvertrag nützen auch die ganzen Genehmigungen nichts. Wenn man sich nicht über die grundsätzliche Frage einig ist, brauchen Sie auch anschließend nichts anderes mehr zu betrachten. Ja, die grundsätzliche Frage ist die Sicherheit. Ich habe es ja gerade erwähnt. Und diese Frage soll, es sind übrigens zwei Rohre, die durch diese Markscheide getrieben werden, diese Sicherheit soll gewährleistet werden, indem man auch diese Markscheide, was die zwei Rohre anlangt, wieder verschließen kann, sollte dort etwas passieren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden dem Antrag, diesen Staatsvertrag mit der Zustimmung der SPD zu versehen, zustimmen. Wir wissen allerdings auch, dass die Zukunft von Kali und Salz nicht allein an dieser Problematik der zwei neuen Rohre hängt, sondern auch daran, ob das sogenannte Marbacher Feld neu erschlossen werden kann. Da gibt es ja auch Diskussionen bei uns in der Region, eine ICE-Neubaustrecke möglicherweise über dieses Marbacher Feld zu legen, was die Frage der zukünftigen Abbaumöglichkeiten sicherlich um 10 Jahre reduzieren könnte. Ich hoffe sehr, dass die Bahn Alternativtrassen, die auch vorgelegt worden sind, wählt und nicht sozusagen einem Unternehmen aufgrund bergbaulicher Prämissen, die damit verbunden sind, diese Option deutlich schmälert. Zu den Anträgen. Dem Entschließungsantrag von CDU, Bündnis 90, die Grünen, würden wir gerne im Ausschuss mit einigen Änderungen zustimmen. Bei der AfD, dessen wissenschaftspolitischer Experte gesprochen hat, habe ich mal eine blöde Frage. Wieso für Hessen und insbesondere für den Werra-Meißner-Kreis Kali und Salz einen wichtigen Arbeitgeber und Steuerzahler darstellt. Es gibt im Werra-Meißner-Kreis von Kali und Salz keinen einzigen Standort. Wenn Sie auf die Gewerbesteuer abstellen sollten, die gibt es in Hohenroda, die gibt es in Philippsthal, die gibt es in Neuhof als eigenem Werk und natürlich in Heringen. Aber das liegt alles in Hersfeld-Rotenburg. Wundert mich ein wenig, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch aus dem Werra-Meißner-Kreis aus dem Wartburgkreis und anderen Landkreisen bei uns arbeiten, ist selbstverständlich. Und das finde ich auch gut so. Und dass auch im wahrsten Sinne des Wortes nach 30 Jahren der deutschen Einheit vieles zusammengewachsen. Es spielt heute weniger eine Rolle, ob Sie aus Thüringen kommen oder aus Hessen kommen, sondern das spielt meist eher eine Rolle, zu welchem Standort Sie gehören. Ich will nicht sagen, dass es Folklore ist, aber manchmal macht es schon den Eindruck. Und der zweite Punkt, der mich sehr wundert, ist die immer wieder geäußerte Behauptung, wonach die Einleitung in die Werra reduziert wurde. Dieser Wert von 2.500 Milligramm gilt und der ist auch nicht verändert worden. Es ist die Salzmenge in die Werra deshalb reduziert worden, weil wir trockene Sommer hatten
Und wenn Kali und Salz sich an die Regeln hält, dann ist mit jedem Kubikmeter, den die Werra weniger liefert, auch jeder Kubikmeter, den man einleiten will, nicht einzuleiten, weil dieser Grenzwert gilt. Und wenn wir erneut die Diskussion darüber führen wollen sollten, dass Kali und Salz sich nicht an die Regeln hält, das ist schlicht Quatsch. Ich weiß nicht, wo Sie das abgeschrieben haben, aber es ist schlicht Quatsch. Ich kann Sie eigentlich nur auffordern, ziehen Sie den Antrag zurück, weil der Rest, der dort steht, die 500 Millionen, findet sich auch in dem anderen Antrag. Und insofern ist das, was hier als Substanz der AfD vorgelegt wird, eher dürftig. Ich habe sogar mal von einem Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Warnecke. Ich schließe vielleicht. Ich habe sogar mal von einem AfD-Bundestagskandidaten gehört, dass der Bundestag ja nichts mit Kali und Salz zu tun hatte und dachte nur, alle EU-Vertragsverletzungsverfahren laufen über die Bundesrepublik Deutschland. Aber so kann man sich zu dem Thema auch äußern. Vielleicht noch einen Punkt zum Schluss. Corona. Kali und Salz ist vorbildlich. Unternehmen mit 4.500 Beschäftigten, die haben ein knallhartes Regiment. Das klingt jetzt despektierlich, ist aber überhaupt nicht so gemeint, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor entsprechenden Problemen zu bewahren und damit auch die Produktion am Laufen zu halten. Bitte wirklich letzter Satz. Und nicht nur die Werksleitung, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen sind stolz darauf, dass es bisher bei Kali und Salz zu keinerlei Einschränkungen geführt hat. Und das zeigt, wie man in der Bundesrepublik Deutschland, wenn man sich an gewisse Regeln hält, auch positiv die Gesellschaft am Laufen hält und auch Betriebe. Danke fürs Zuhören. Glück auf. Danke, Herr Warnecke. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Frau Gronemann zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen! Wir reden heute über eine Änderung des Staatsvertrags zwischen Hessen und Thüringen von 1996, die große Auswirkungen auf den Grundwasserschutz, Gewässerschutz hat. Der Untertageabbau von Kalisalzen ist schon immer mit einer Belastung der Gewässer und der Umwelt verbunden. Salzhaltige Abwässer, überwiegend aus den Produktionsprozessen des Kaliabbaus im osthessischen Werratal, werden seit Jahrzehnten in die Werra eingeleitet. Dadurch ist die Werra zum salzigsten Fluss Europa geworden. Dank des Drucks der Umweltverbände und auch der grünen Umweltministerin gibt es seit 2015 einen konkreten Maßnahmenplan, wie die Gewässer entlastet werden sollen. Er folgt einer klaren Agenda: Abwässer vermeiden, reduzieren und die nicht vermeidbaren Abwässer möglichst umweltschonend entsorgen. Die Entsorgung geschah in der Vergangenheit fast ausschließlich entweder über die Einleitung in die Werra oder die Verpressung in den Untergrund. Es ist ein guter Erfolg, dass die Verpressung in den Untergrund nach 2021 nicht mehr erlaubt sein wird. Damit ist für den Trinkwasserschutz in der Region viel erreicht. Aber auch die Einleitung in die Oberflächengewässer muss stark reduziert werden. Die Flüsse Werra und Weser müssen wieder in einen guten ökologischen Zustand gebracht werden. Und das nicht nur, weil die Wasserrahmenrichtlinie und das Wasserhaushaltsgesetz das so vorschreiben, sondern weil es angesichts des Artensterbens unsere Pflicht ist, ökologisch vielfältige Lebensräume zu schaffen und zu schützen. Und von diesem Zustand ist die Werra aber leider derzeit noch weit entfernt. Und deshalb scheint die Änderung des Staatsvertrags heute vielleicht auf den ersten Blick keine wesentliche zu sein. Aber sie ist doch eine wichtige im Hinblick auf den Gewässerschutz. Durch die Änderung wird die Grundlage dafür gelegt, dass es eine Rohrleitung unterirdisch zum Transport der Salzabwässer vom Entstehen im Abbaugebiet bis zum Ort der Einstapelung gelegt werden kann. Wobei der bergmännische Begriff Einstapel in diesem Zusammenhang vielleicht ein bisschen irreführend ist. Es geht darum, dass die hochkonzentrierten flüssigen Laugenabfälle in alte Grubenbereiche unter Tage gepumpt werden. Und wichtig ist dabei natürlich die Sicherheit. Deshalb ist es gerade richtig, dass hohe Sicherheitsanforderungen bei der Einstapelung nachgewiesen werden müssen. Nur wenn die Salzlage hochkonzentriert ist, greift sie die stützenden Pfeiler, die ja auch aus Salz sind, nicht an. Das haben die Forschungen auch in den letzten Monaten gezeigt. Aber dennoch ist ein kontinuierliches Risikomanagement von K+S notwendig. Meine Damen und Herren, die Vermeidung von Salzabwässern ist weiterhin oberstes Gebot.
K+S muss daher weiterhin seiner Verantwortung für die Umwelt nachkommen und weitere Verfahren entwickeln, die dazu dienen, dass möglichst wenig Salzabwässer anfallen. Dazu gehört auch die Abdeckung der Rückstandshalden, damit von dort keine Abwässer mehr ausgeschwemmt werden können. Man muss anerkennen, es ist in den letzten Jahren eine Menge passiert. Das Vertragsverletzungsverfahren der EU wurde eingestellt, die Oberweser-Pipeline ist vom Tisch. Und das Unternehmen hat verstanden, dass die Zukunftsfähigkeit auch daran hängt, wie gut Ökologie und Ökonomie zusammengebracht werden können. Und dieser Weg muss konsequent weitergegangen werden. Und einen letzten Kommentar kann ich mir nicht verkneifen, lieber Kollege Felstehausen. Wir machen gerne Anhörungen, dann können wir Ihren Bedenken noch einmal nachgehen. Vieles ist Bestandteil der Genehmigungsverfahren, muss man an der Stelle auch noch einmal sagen. Und ich gebe der Kollegin Knell ungern recht, aber in diesem Fall muss ich es einfach tun. Nein, ich glaube, ich werde es überleben. Die Genossinnen in Thüringen haben zugestimmt. Wenn Sie das irgendwie anders sehen, vielleicht unterhalten Sie sich einfach mit denen und tragen das mit Ihren Genossinnen irgendwie aus. Und wie gesagt, wir haben die Anhörung, können uns da auch noch einmal fachlich das Ganze anschauen. Bis dahin erst einmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Gronemann. Ich möchte unbedingt darum bitten, dass bei Diskussionen im Raum diese nicht von der Regierungsbank geführt werden, Frau Ministerin. So, wir sind am Ende der ersten Lesung angelangt und überweisen diesen Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den ULA. Ich nehme mal an, die beiden Entschließungsanträge werden auch mit überwiesen. Dann machen wir das so.